Hallo mit neuen News von der Party Zone. So ist das, der Monat März geht vorbei, der April fängt an und scheint auch in einem vollständig neuen Licht von Möglichkeiten zu stehen. Wir wollen den März verabschieden mit einer kleinen Party und den April beginnen mit einer großen Party. So, und zwar gibt es da eben folgende Möglichkeiten. Wir haben die Flyer. Wir haben die Flyer inzwischen in verschiedenen Ausführungen. Ich rufe auch oder lade herzlich dazu ein, eigene Flyer auch noch zu machen. Je mehr Flyer, je mehr verschiedene Flyer wir haben, desto klarer wird, dass wir keine Organisation sind oder so, sondern dass wir frei organisiert sind. Dass jeder die Organisation von dem übernimmt, was er selbst tut. Und darüber, dass er sich mit anderen austauscht, halt auch immer mehr Möglichkeiten sieht, sich nützlich zu machen. Jetzt haben wir hier folgende Möglichkeiten. Wir haben einen Aufruf zum Generalstreik, dem immer mehr Folge geleistet wird. Und dann, boah, okay, kannst du mir einen Fallen tun und um die Tür gerade mal zumachen? Ich finde das gerade irgendwie. Boah. Danke. Voll der Energieflash von links, rechts, da. Dankeschön. Ha. So, ja, Ruhe ist schon was Feines, ne? Wenn man sich die schaffen kann, sollte man das genauso tun. Dankeschön. Wir haben die Flyer und wollen morgen, gehen wir erstmal los und gehen 1000 Kopien Flyer drucken. Wir machen das am besten einfach so, indem wir den einmal auf DIN A4 ausdrucken und dann im Copyshop für paar Cent die Kopie halt eben einfach dann auf DIN A5 schrimpfen, schrunken lassen. Und dann halt eben pro Kopie zwei Flyer haben. Dann ziehen wir hier, wenn wir uns hier mit etlichen Jungs, ich werde nachher mal schauen, wer im Berliner Raum noch alles Lust hat, morgen dabei zu sein. Dann wollen wir uns hier morgen Abend treffen und wir laden herzlich ein, das an anderen Stellen auch zu tun. Organisiert euch, macht einfach Gebrauch von euren Telefonkontakten und überlegt kurz, wer Bock hätte, bei sowas dabei zu sein. Egal wo, in ganz Deutschland können wir das machen. Wir machen es hier. Und dann wollen wir morgen. Nein, wir wollen nicht, wir machen das einfach. Ne, unsere Sprache, meine Güte. Wir sollten wirklich ein bisschen drauf achten, das ist schlimm. Wir machen das morgen. Und zwar holen wir uns Kreide. Dann können wir überall schön hier auf dem ganzen Kiez Generalstreik auf dem Bürgersteig und auf die Wände schreiben. Mit Kreide ist halt nun mal eben legal, ne? Ist nicht verboten. Und dann haben wir so eine Rolle Klebeband dabei, hier Crepe, irgendwas, was schnell wieder abgeht. Und dann einfach kurz mit einem Klatsch da so einen Flyer an jede Haustür dran. Und wo sie sonst noch sinnig platziert erscheinen. So, und dann nehmen wir uns Kameras mit, machen ein bisschen Street Action morgen. Und werden dann einfach bisschen Spaß haben und Videos aufnehmen, laden die dann hoch. Und wir wollten auf jeden Fall, haben wir eben uns gedacht, erweitern wir das ganze Spielchen noch ein wenig. Und auf den Flyer, den wir dann kopieren lassen, schreiben wir einfach händisch noch drauf, Treffpunkt, dann halt eben den Park in unserer Nähe. Jeweils, egal wo ihr gerade seid, könnt ihr das so machen. Und dann halt ab 1. April für all die, die keine Lust mehr haben und endlich mal was anderes machen wollen und endlich mal Freiraum schaffen wollen für Alternativen. Und dann lasst uns am 1. April den April feiern und den Frühling und uns und unsere Möglichkeiten und anfangen uns darüber auszutauschen und uns darüber in den Parks zu treffen. Und wir machen uns hier einfach noch so ein Schild, was wir einfach mitnehmen. Das rammen wir da kurz mal in den Boden, wo wir uns hinsetzen. Und dann ist da ein großer weißer Pfeil im Park zu sehen. Und die Leute, die die Flyer an ihren Haustüren wenigstens so weit angeguckt haben,
um irgendwie der Sache skeptisch gegenüberzustehen, dann aber im Park dann halt eben immer mehr Leute treffen werden, die demonstrativ streiken und einfach mal ihre Energie nicht mehr in das alte System stecken. Ja, ich finde, das klingt extrem nett, extrem cool. Wer, für wen das auch noch eine Idee ist, morgen Abend 20 Uhr Treffpunkt für alle, bei denen, die dazu einladen, sich bei ihnen zu treffen, wo dann halt eben sich alle mit Klebeband und Kamera und Flyern ausrüsten können und Kreide. Und dann ab 9 Uhr können wir in ganz Deutschland losmarschieren und unsere Umgebung einladen zu einem Generalstreik im Park deiner Nähe. Und so einfach ist das. So, und wer soll uns bitte daran hindern? Ne? Und wenn wir da einfach, das ist weder illegal, was wir da machen, ne? Das ist auf jeden Fall in unser aller Interesse. Und wenn irgendein Polizist meint, er müsste irgendeine Order folgen, uns da irgendwie von abzuhalten, sollen sie das auch bitte tun, wenn sie es nicht selber extrem lächerlich finden. So langsam sollten die Leute begreifen, worum es hier geht, denke ich. Also tun sie, meine ich. Ne? Und wird immer klarer, dass das hier eigentlich was ist, was uns alle betrifft und wo wir alle irgendwie gerade gefragt sind und vor allen Dingen alle gerade irgendwie mitmachen. Ob uns das bewusst ist oder nicht, kann man ändern. Macht es euch einfach bewusst und dann seid ihr dabei. Wir machen hier gerade eine Party auf diesem Planeten. Und wer dabei sein will, der kann dabei sein, for free. Einzige, was er ablegen muss, ist das alte Verhaltenssystem. Das, was wir alle ficken wollten in der Vergangenheit. So oft haben wir es gesagt. Jetzt können wir. Tut es. Tschüss.